In Mexiko sind am Samstag 27 Grindwale gestrandet. Einige Fischer, Soldaten und Anwohner versuchten mehrmals, die Tiere wieder in tieferes Wasser zu leiten. Doch die Versuche waren vergeblich. Die meisten Wale schwammen immer wieder zum Strand zurück und verendeten schließlich einen Tag darauf. Nur drei Tiere fanden den Weg zurück ins tiefe Wasser. Die Umweltbehörde versucht nun herauszufinden, warum die Wale die Orientierung verloren. Grindwale können bis zu 6 Meter lang und über 3 Tonnen schwer werden. Sie leben in Herden von 20 bis 90 Tieren und ernähren sich von Fischen und Oktopussen. Da sie sehr sozial sind, bleiben sie oft bei kranken oder sterbenden Artgenossen.